Hefeteigköpfchen hier und dort und überall. Jo Leute, mein Name ist Alice, das ist die liebe Ace und wir haben einen besonderen Special Guest Maddie heute bei uns. Herzlich willkommen bei Kingdom Casus zu Tea Time. Heute backen wir vegane Korvapusti. Das sind finnische Zimtschnecken. Dafür machen wir als erstes einen Hefeteig. Für den Hefeteig brauchen wir unsere Reismilch. Dazu haben wir ein extra Video hergestellt. Frische Backhefe, Mehl, Zucker, vegane Margarine und Kardamom. Zuerst lösen wir die Hefe in der angewärmten Milch auf. Die Milch darf aber nicht wärmer sein als 40 Grad, also ungefähr so warm wie deine Finger. Du darfst dich nicht verbrennen, wenn du reinpackst. Wir zerbröseln die Hefe in der Milch, um sie darin aufzulösen. Dann muss ich das Ganze auflösen. Scheißdreck hier. Ist die Hefe aufgelöst, dann mischt ihr sie zu dem Zucker-Kardamom-Gemisch hinzu. Habt ihr diese Mischung verrührt? Dann kommt noch das Mehl dazu. Ihr solltet immer erst einen Teil des Mehls hinzufügen, damit es nicht so staubt. Als nächstes gebt ihr die Margarine hinzu. Diese sollte sich in einem flüssigen Zustand befinden. Das sieht aus wie beste Schokolade. Jetzt kommen die Profi-Geräte hinzu. Profi? Wow. Kommt ihr das an? Professionalität in der Küche. Und auch im Bett. Das will niemand wissen. Kinder? Hände waschen nicht vergessen. Jetzt wird geknetet. Knetet den Hefeteig zusammen, solange bis es eine homogene Masse ergibt. Und noch länger? Und noch länger. Damit er elastisch wird. Damit er wunderschön aus ja, wird. Es klebt übrigens aus den Fingern, also das ist normal. Der Teig wurde geknetet, er klebt nicht mehr. Und jetzt lässt man den aufgehen. Man macht dann ein Tuch darüber. Man kann ihn bei Zimmertemperatur oder auf der Heizung aufgehen lassen, aber wir machen das in der vorgewärmten Mikrowelle. Und da bleibt er jetzt, bis er gelernt hat, was Anstand ist. Und ganz wichtig, Nachti-Nachti-Teig! Das ist der Hefeteig, nachdem er aufgegangen ist in einer warmen Umgebung. Oh Gott, scheiße. Jetzt kommt The Great Reveal. Er ist aufgegangen. Die Schüssel ist voll. Er ist aufgegangen, er quillt über. Und wir nehmen ihn jetzt erstmal aus der Schüssel raus. So. Hiermit hat das Backen aufgehört und das Kneten und künstlerische Entfalten dieser wunderschönen, was auch immer, Kreation hat begonnen. Dann schön auf eurer Arbeitsfläche das Mehl verteilen und etwa ein handgroßes Stück Teig nehmen. Jetzt wird ausgerollt. Ihr wollt ein Rechteck ausrollen. Ja, das wollen wir. Und etwa 1 cm dicke soll der Teig gar nicht mehr. Ich bin noch nicht fertig. Mit dir, kleines Miststück. Das war nicht drin. Hallo, habt ihr es alle gehört? Das war an den Teig gerissen. Richtet nicht an die kleine süße Elle. Okay. Ja, jetzt sieht es aus wie eine Pizza, soll es eigentlich nicht werden. Diesmal nehmen wir die Margarine, vegane Margarine, und verteilen sie auf unserem schönen, ausgerollten Teig. Wie dick? So einfach nur dick. Schon damit es geil ist. Okay. Ein klares Nein! Ich bin kein Backnazi. Nein! Ist mega der Backnazi. Ich weiß. Ich will, dass Menschen das so machen, wie ich das sage. Okay. Wenn ich mitkriege, dass ihr das zu Hause anders macht, na, dann komme ich zu euch. Wenn ihr euer schönes Hefeteigbrot mit Butter beschmiert habt, dann verteilt ihr den Zucker. Überall. Auch so dick ihr wollt, umso süßer, umso mehr mögen es jüngere Kinder. So also wie ihr.
Ihr braucht jetzt den Zimt und den verteilt ihr wie den Zucker über dem gesamten Teig. Nehmt am besten nicht allzu viel Zimt, denn das könnte abführend wirken. Du hast einfach den ganzen Zucker da drauf gekippt. Okay, es wird halt sehr süß bei der kleinen süßen Alice. Wir wissen alle, dass sie süß ist. Hallo. Also ihr könnt auch mutig darauf rumkloppen. Mutig. Auf dem Zimt, nicht auf euren Freunden. Da sich auch wie im echten Leben jetzt weiß und schwarz befreundet haben. Naja, ich weiß. Okay. Ja. Hauptsache, sieht schön aus. Nachdem alles mit Margarine, Zucker und Zimt verunstaltet wurde, so wie wir, wird es zusammengerollt. Wir haben Zimtschnecken, Rollen natürlich. Nein. So? Von oben. Wir machen das klein. Achso, ja, ich hab das schon mal gemacht. Fangen an, fangen zu rollen. Wir machen keine normalen Zimtschnecken, sondern wir machen finnische Zimtschnecken, die Korvapusti heißen, was so viel bedeutet wie Ohrfeigen. Deswegen werden wir jetzt kleine Ohren herstellen. Dazu nehmt ihr das Messer und schneidet. Ja, du kannst erstmal zugucken. Okay. Und schneidet kleine Dreiecke. Die Ränder könnt ihr zur Seite legen und essen. Sehr lecker. Und dann schneidet ihr kleine Dreiecke. So. Ja. Aus dem ganzen, gesamten Teig. Dann nehmt ihr eure wunderschönen Dreiecke und guckt, dass die Naht des Teiges oben ist. Und dann drückt ihr mit euren Daumen, also ihr legt es so hin, mit der dicken Seite nach unten und der schmaleren Seite nach oben. Und dann drückt ihr mit eurem Daumen oben auf die schmale Seite drauf. Und ich klebe das so. Okay, so. Und so darf das dann von oben aussehen. Jetzt kommt es auf das Backblech. Genug Abstand lassen, denn euer Hefeteig geht auf. So sieht das Ganze aus, während es aufgeht. Also, diese wunderschönen Korvapusti kommen jetzt in den Ofen hinein. Wie viel Grad? 180 Grad für, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten. Gute Nacht! Das ist gut. Schön. Das ist also das Ergebnis. So, das war es mit unserem wunderbaren Backvideo hier bei King Mukasus. Das sind die Ergebnisse. Fertig. Mm. Schmeckt's? Ich habe noch nicht probiert. Hier ist so. Oh, Karamell. Zucker. Schmeckt gut. Okay. Mm. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Bis dahin.